Und da sind wir wieder zurück bei Star Wars Knights of the Old Republic. Ich habe gerade gesehen, dass ich angekratzt bin und hau hier mal schnell noch Heilung drauf. Ja, wir sind jetzt wohl freigeschaltet für die oberen Bereiche des Tempels. Das heißt, wir können jetzt endlich das Schild deaktivieren. Sehr, sehr gut. Da freue ich mich schon drauf. Rostiger Droide, was auch immer. Machen wir hier mal noch die ganzen Türen. Fertig! Und ja, es ist erstaunlich, wie viel hier noch kommt, an das ich mich nicht erinnern kann. Also, ich war echt der Meinung, nach dem letzten Planeten, den man besucht, ist sofort das Endgebiet. Fertig. Und wir haben hier doch jetzt noch einiges an Sachen, die wir noch machen mussten und machen müssen. Weil wir sind ja immer noch nirgends in der Nähe der Sternenschmiede. Und ich meine, das ist jetzt schon irgendwie cool. Ist zwar gerade echt ein bisschen zu leicht für meinen Geschmack. Das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich reg mich auch mal auf, wenn die Kämpfe zu schwer sind. Aber mit den Fähigkeiten ist halt, ich meine, klar, ich muss sie ja nicht nutzen. Aber mit dem Lähmungsfeld und dem Droiden zerstören ist halt ein absolutes Heimspiel gerade. Ne? Ich meine, guck euch das an hier. Und geben 350 Erfahrung. Also das sollen keine Pushover-Gegner sein, die einfach mal nach einmal anmiesen umfallen. Das sollen schon richtige Gegner sein. Aber hey. Nimm das. Ach, das ist. Ich hab gedacht, warum funktioniert das nicht? Dahinter stand noch so einer. Und auf den habe ich die ganze Zeit Lähmungsfeld gecastet. Ja, man sollte halt schon auch aufpassen, was man macht, ne? Wir brauchen. Ich bin hier. Hast du gerade noch einen Kurzschluss bekommen, mein Kleiner? Wer wagt es, uns bei unserer Meditation zu stören? Ihr wisst, welche Strafe. Revan, ihr seid wieder da. Ich bin nicht mehr Revan. Ich diene der hellen Seite und dem Rat der Jedi. Malak hat uns erzählt, was mit euch geschehen ist. Der Rat der Jedi hat euch all eure Kräfte genommen. Ihr seid nur die leere Hülle dessen, der ihr einmal wart. Ihr seid es nicht mehr wert, über die Sith zu herrschen, Revan. Das Malak wird uns reich belohnen, wenn wir euch beseitigen. Ja, probiert's doch. Versuchst du gerade deinen Kollegen zu buffen? Leute? Jolie? Johorny? Ja. Du dürft? Gerne. Ich bin hier. Die beiden gingen mir jetzt gerade auf den Sack, hey. Huch. Revan! Lord Malak hat erwähnt, dass du noch lebst. Endlich ein würdiger Gegner. Es ist auf Dauer ziemlich ermüdend, hirnlose Trainingsdroiden zu vernichten. Ich habe mich lange auf diesen Moment vorbereitet. Toll. Ich bin immer noch komplett tot. Einen Kampf auf Leben und Tod. Ich bin sehr froh, dass mein Training nicht umsonst war. Ja. Oh, das hasse ich ja, wenn die das machen. Das geht mir so auf den Sack, wenn die das machen hier. Endlich sehe ich das Ding wieder. Das muss um. Ah.
Warum kann ich nicht auch einfach Sachen in die Queue packen, wenn ich hier gestunt bin? Warum? Hä? Das kann ein Jedi. Boah, hast du bald endlich mal keine Macht mehr? Das nervt ein bisschen, Junge. Zum Glück machst du kaum Schaden. Sonst wären wir hier echt ein Problem und hätten wir echt Probleme. Leute, Kopf hoch! Danke. Das war kein anstrengender Kampf, es ist einfach nur ein nerviger Kampf gewesen. Euer Wunsch? Ja? Ich bin hier! So. Alle geheilt. Damit gelootet. Oh, Waffenkammer. Die haben wir ja vorhin entriegelt. Oh, was heißt vorhin? Die haben beim letzten Mal ja entriegelt. Das heißt, ich erwarte jetzt, dass hier lauter gute Sachen drin sind. Fertig! Wenn nicht, bin ich arg traurig. Dran! Stellt euch mal vor, hier, ihr habt hier endlich die Waffenkammertür geöffnet und dann ist einfach die Hälfte von diesen Spinnen immer noch mit einem Sicherheitssystem verschlossen. Fertig. Dran. Ist doch voll gemein, oder? Fertig. So, aber wir haben hier auch noch eine Werkbank. Das heißt, ich kann jetzt hier auch endlich mal die Laserschwerter von den beiden da. Gott, was ist denn... Boah, sind das viele Sachen. Okay, dann würde ich erstmal sagen, rüsten wir erstmal schnell unser eigenes Schwert auf. Was haben wir denn momentan drin? Wir haben momentan drin einen violetten Kristall zur Farbe. Ach so, okay. Den Damit-Kristall, der bringt uns 3 Angriffsbonus. Hier haben wir aber noch die Perle eines Kreiddrachen. Die nehmen wir definitiv bei uns rein. Und was bringt uns der Robert-Kristall? Plus ein Angreifen, plus ein Schaden. Da haben wir doch mittlerweile sicher was Besseres. Schadensbonus gegen die dunkle Seite. Jawoll. Das finde ich gut. So, was haben wir hier? Ich finde es irgendwie nicht so geil, dass ihr hier beide mit einem grünen Schwert rumlauft. Einer von euch kriegt ein blaues, wer auch immer das jetzt ist. Und dann haben wir hier unten Upari. Okay. Und das ist die Möglichkeit zu betäuben. Verbesserte Blasterreflexion. Ich nehme, glaube ich, gerne den Stun mit. Angriffsbonus 1. Ich glaube, du kriegst auch nochmal eine Stun-Möglichkeit. So, wer hat jetzt von euch ein blaues Schwert bekommen? Judy, okay. Herzlichen Glückwunsch, das Schwert ist jetzt blau. Lebt damit. Das bleibt jetzt nämlich. Ich gehe mal eben hin als ehemaliger Sith-Lord und ändere die Farbe des Lichtschwerts von einem Jedi-Meister. Läuft, oder? Ich habe volle Kontrolle. Wenn ich sage, ihr lauft nackt rum, lauft ihr nackt rum. So. Da haben wir noch einen Raum. Mit einem Sith-Novizen. Mit dem haben wir kurz einen Prozess, würde ich sagen. Aber ganz kurz einen Prozess. Na? Sag mal! Spiel! Das Spiel gerade für Probleme, sag mal. Kriegt die Kiste nicht auf. Gut, Kiste Buggy. So dringend brauche ich euer Loot nicht. Ganz ehrlich, bevor ich jetzt hier 5 Minuten an dieser Kiste rumglitsche und versuche irgendwie dran zu kommen, so gut kann das Loot gar nicht sein. Echt nicht. So, das ist der Eingang. War ich hier noch nicht drin?
Tatsächlich. Direkt am Eingang, den Eingangsraum habe ich ausgelassen. Was erlaube ich mir denn? Aber hier geht's bestimmt aufs Dach, weil alles andere habe ich ja mittlerweile schon abgegrast. Jawohl, da geht's hoch. Sehr schön. Dann habe ich ja ganz unabsichtlich tatsächlich den richtigen Weg ganz zum Schluss gewählt. So muss das. Jeder, der Rollenspiele spielt, weiß, man nimmt immer erst den falschen Weg, um alles Loot einzusammeln. Oh, und da ist Koto abgestürzt. Ich bring's zum Laufen und wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir wieder zurück. Ich habe schnell nachgespielt und gerade nochmal gespeichert, weil... Ja, ne? Ich vergesse halt immer, dass das Spiel doch alt ist und gerne abstürzt. So, jetzt sind wir auf dem Tempeldach. Und diese Plastikzylinder, die wir erstmal noch leer räumen können. Ey, wieso sind die leer? War hier irgendjemand schon vor mir und hat geplündert, oder wie? Das kann doch mal gar nicht angehen. Ich bin hier der Hauptcharakter und... Ist das? Ist das, ist aber nicht Bastila, oder? Oh mein Gott, es ist Bastila. Bastila, dein Schwert hat eine falsche Farbe. Und du auch? So, Revan, generell. Ich wusste, dass ihr kommt. Mala glaubte, ihr würdet euch scheuen, den Tempel erneut zu betreten. Aber er kennt euch nicht so gut wie ich. Nicht mehr. Mhm. Nicht seitdem ihr euch geändert habt. Rasch, Bastila. Kommt mit uns. Wir müssen entkommen, bevor Malak so auftaucht. Die... Fliehen? Ihr versteht nicht richtig. Ich habe Lord Malak und den Ziv Treue geschworen. Ich bin kein Diener des Rates mehr. Nein, Bastila, ihr dürft euch nicht der dunklen Seite ergeben. Ihr sagt das so, als sei die dunkle Seite etwas Fürchterliches. Der Jedi-Rat hat euch einer Gehirnwäsche unterzogen. So wie all die anderen. So wie sie es bei mir getan haben. Sie sprechen dort von der dunklen Seite, als müsse man sie fürchten. Doch in Wahrheit wollen sie nur jene manipulieren, die stark in der Macht sind. Die Furcht vor der dunklen Seite ist lediglich ein Instrument der Kontrolle. Warum glaubt ihr, haben die Jedi euch und Malak untersagt, an den mandalorianischen Kriegen teilzunehmen? Weil sie wussten, dass ihr dann euer wahres Potenzial erkennen und euch von ihrer Bevormundung lösen würdet. Malak hat mir gezeigt, dass der Jedi-Rat mich auf die gleiche Art benutzt hat, wie er es mit euch einst versuchte. Man hat mich zurückgehalten, weil man wusste, dass ich sie eines Tages alle überflügeln werde. Es ist noch nicht zu spät, Bastila. Ihr könnt euch noch immer von der dunklen Seite abwenden. Zunächst widersetzte ich mich. Ich ließ die Folter der Sith mit der leidenschaftslosen Gelassenheit einer wahren Jedi über mich ergehen. Doch nach einer Woche schier endloser Qualen erkannte ich endlich die Wahrheit. Malak zwang mich, meine Wut und meine Schmerzen anzuerkennen. Er demonstrierte mir die befreiende Kraft dieser Gefühle. Dann zeigte er mir, wie der Jedi-Rat mir vorenthielt, was mir rechtmäßig zustand. Der Jedi-Rat griff in seinen Kriegen gerne auf meine Kampfmeditation zurück, behandelte mich aber ansonsten wie ein Kind, wie eine Untergebene. Man war neidisch auf meine Macht, auf das, was aus mir werden könnte. Ich sollte mich verbeugen und sie Meister nennen, ihrem Kodex und jedem Befehl folgen. Doch in der Zwischenzeit beuteten sie meine Kampfmeditation für ihre eigenen Zwecke aus. Lasst euch nicht von den Lügen der Sith verführen, Bastila. Lügen? Ihr seid eine einzige lebende Lüge, Revan. Der Jedi-Rat hat aus euch etwas gemacht, das ihr nie wart. Man hat euch programmiert, als Sklave zu dienen. Ihr wart mal Sith-Meister, Revan, aber das ist lange her. Jetzt seid ihr ein Diener des Jedi-Rates und der Republik, der sie alle dienen. So wie ich. Bis Malak mich von diesen Fesseln befreite. Es ist eine Schande, dass eure frühere Macht so verwässert wurde. Ihr könntet so stark sein, wie ich es heute bin. Stärker noch. Aber das wird niemals mehr geschehen. Mit der Macht der Sternenschmiede wird Malak die Republik vernichten und die Galaxis erobern. Und ich werde die Schülerin an seiner Seite sein, wenn ich meinen Wert beweisen kann und euch umbringe. Bastila, da können wir doch nochmal drüber reden, oder? Nein? Okay. Auf sie! Haut drauf, meine Lieben! Ketzer. Bastila, guck mal, die gute Seite ist viel stärker. Wir haben dich ja gerade geschnetzelt. Ihr seid stärker, als ich es für möglich gehalten hätte. Nach all dem, was der Rat der Jedi euch angetan hat. Wie es scheint, hatte Malak Unrecht.
Die Macht der dunklen Seite ist für euch nicht endgültig verloren, Revan. Bastila! Ich verlasse mich nun auf die Kraft der hellen Seite, Bastila. Natürlich könnt ihr leugnen, wer ihr seid, Revan, aber ihr betrügt euch selbst. Ich kenne die Wahrheit. Ich habe gesehen, welche Schatten sich im Inneren eures Geistes verbergen. Vergesst nicht, ich war da, als ihr in der Falle, die der Rat aufgestellt hatte, fast gestorben wärt. Ich benutzte die Macht, um euer Leben zu retten. Durch meine Aktion auf der Brücke sind wir auf ewig miteinander verbunden. Und deswegen weiß ich auch, dass ihr zur hellen Seite zurückkehren werdet. Das sind nicht eure wahren Gefühle, Revan. Ihr sprecht als Werkzeug des Jedi-Rates, so wie ich früher. Doch nun sehe ich, wie der Rat uns beide benutzt hat. Der Rat wollte das Band zwischen uns für sich nutzen. Sie hofften, ich könnte damit eure Erinnerungen extrahieren und sie zur Sternschmiede führen. Wir waren Sklaven ihres Willens, wie alle, die dem Jedi-Kodex folgen. Aber in unserer gemeinsamen Vision über die Sternenkarten fühlte ich das sogenannte Gift in euch. Ich widersetzte mich zunächst, doch nun umarme ich die Macht der dunklen Seite, eurer dunklen Seite. Lernt aus meinen Fehlern. Es ist nicht zu spät, zur hellen Seite zurückzukehren. Fehler? Nein, Revan. Erst jetzt seid ihr im Begriff, einen Fehler zu machen. Euren einzigen bisher. Ihr versagt euch die Kraft, die euch von rechts wegen zusteht. Erst jetzt sehe ich, wie stark ihr seid. Ihr seid der wahre Meister des Sith, nicht Malak. Das erkenne ich jetzt. Gemeinsam können wir euren früheren Lehrling besiegen. Kommt zu mir und nehmt eure verlorene Identität wieder an. Ich bin nicht mehr Revan, ich erinnere mich nicht einmal daran. Euer Geist war so schwer beschädigt, dass sich nicht alle Erinnerungen wiederherstellen ließen. Aber eure Stärke, eure Willenskraft, die Essenz dessen, wer und was ihr seid, diese Dinge werden immer bleiben. Vor langer Zeit habt ihr dem Rat der Jedi getrotzt, seine Herrschaft abgeschüttelt und den rechtmäßigen Titel eines dunklen Lords der Siths angenommen. Gemeinsam können wir Malak besiegen und euch zurückgeben, was euch gehört. Wendet euch von diesem Weg ab, Bastila. Die dunkle Seite führt nur zur Zerstörung. Bastila, es ist nicht zu spät für euch, gerettet zu werden. Die Lehren der Jedi können euch von der dunklen Seite zurück ins Licht führen. Ihr werdet die Macht wahrhaftig zu verstehen lernen. Macht euch nicht lächerlich, Johorny. Als ihr die Macht der dunklen Seite gespürt habt, da habt ihr euch wie ein feiges Tier in eine Höhle verkrochen. Ihr wisst nichts von der Macht oder ihrem wahren Potenzial. Doch ihr, Revan, die ehrfurchtgebietende Macht der dunklen Seite liegt euch zu Füßen. Verwendet sie, um Malak zu vernichten. Mit meiner Hilfe könnt ihr die ganze Galaxis beherrschen. Revan ist tot. Ich diene nun der hellen Seite. Ihr seid ein jämmerlicher Narr, Revan. Gemeinsam hätten wir Malak besiegen und über ein Imperium herrschen können. Doch jetzt stehe ich eben an Lord Malaks Seite. Ihr werdet gemeinsam mit der Republik untergehen, wie alle anderen Narren, die sich dem Rat der Jedi beugen. Niemand kann sich der Macht der Sternenschmiede und der übrigen Sith-Flotte widersetzen. Ja, renn weg, Feigling. Tja, so viel dazu, ne? Nochmal ganz ein Arsch voller helle Seite-Punkte. Und nochmal zwei Zylinder. Und dann würde ich sagen, machen wir mal die Energieschilde. Planetare Störfeld. Mal weg. Und die Energieschilde auch. So, und jetzt können wir jetzt zurückreisen. Oh, okay. Okay, ich kann nicht schnell reisen, ich muss laufen. Aber zum Glück wissen wir ja, dass der Weg nicht allzu weit ist. Die Energieschilde des Tempels sind aus und die planetaren Störfelder sind auch aus. Perfekt. So, da würde ich aber auch sagen, ich mache hier einen Schnitt, weil, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, nähern wir uns wieder dem Ende.
Ich musste zwischendurch schneiden, deswegen ist es immer so eine Sache. Würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Ja, ich kann eh nicht zu Ebonhawk zurückreisen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns hoffentlich endlich auf die Sternenschmiede verkrümeln. Und ja, Malak und Bastila dann wohl auch mal so richtig eins auswischen und mal richtig zeigen, wozu wir im Strande, oder um den Strand steht, wozu wir imstande sind. Ich würde aber sagen, hier ist für heute Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.